Hallo, willkommen zurück beim Bausimulator. Wir sind ja jetzt hier beim Baustoffhändler und müssen die Materialien verladen, die hier schon bereitstehen für uns. Ich habe mich jetzt entschieden, das mit dem Kran hier zu machen. Mit dem Gabelstapler, nee, habe ich jetzt keine Lust drauf. Gabelstapler ist nicht so meins. Da habe ich noch vom LS ein Trauma. So, jetzt muss mich erstmal an die Steuerung gewöhnen. Der Witz ist nämlich, ich habe in letzter Zeit auch ein bisschen noch im alten Bausimulator gespielt und da reagiert die Steuerung halt doch ein bisschen anders als hier. Weswegen ich mich da erstmal ein bisschen umgewöhnen muss. Da erstmal gucken muss. Wie das alles hier so am besten funktioniert. Wir wollen das Ding ja eigentlich auch nicht mitten auf die Pritsche da drauf setzen, oder? Wir würden schon ein bisschen Platz sparen, das machen. So vielleicht. Dann holen wir uns noch das andere. Das sind, glaube ich, Dachziegel. Die andere Palette. Das reagiert immer so zeitverzögert. Das nervt mich noch ein bisschen. Habe ich die Taste schon länger gedrückt? So, jetzt aber hoch mit den Ziegeln. Huch. So hätte ich sie jetzt auch nicht hieven müssen. Mein Gott. Einen kühnen Schwung. Okay. So, klappen wir wieder zusammen die Karre. Dass man die Stützfüße jetzt nicht mehr selber ein- und ausfahren muss, finde ich ein bisschen merkwürdig. Das hätte mir beim alten Bausimulator besser gefallen. Konnte man die manuell ein- und ausfahren. Das gehört ja eigentlich auch dazu. Bei wem das zu viel Arbeit ist, das alles zu machen, das soll es vielleicht nicht spielen. Ist ja nicht so, dass mir ständig nur dabei ist. Muss man eigentlich die Ladung befestigen? Oder nicht? Wie war denn das? Halten wir mal schnell an auf offener Strecke und gucken mal, ob wir die Ladung hier befestigen müssen. Nee. Ach, die Bordwände können wir öffnen und schließen. Das ist natürlich wichtig, wenn wir einen Gabelstapler benutzen wollen. Aber ansonsten scheint es nicht so zu sein, dass man die befestigen muss. Das ist mir nämlich auch noch so in Erinnerung, wenn man die im Vorgänger nicht befestigt hat und mal scharf abgebremst hat oder gar irgendwo dagegen gestoßen ist, da konnte es durchaus passieren, dass einem das Zeug durch die Botanik geflogen ist. Hier müssen wir doch hin. So, da sind wir. Wir nehmen den Kran. Und zwar den da. Wenn wir schon so einen schönen Kran haben. Ich hoffe, wir haben wieder so einen richtig großen Mobilkran in dem Spiel. Ich liebe Mobilkräne. Ich bin in einer großen Stadt aufgewachsen. Bin ich als Kind oft nach der Schule mit der Straßenbahn
zu irgendwelchen Kranverleihen gefahren und habe da einfach geguckt, was da so an Mobilkränen steht. Oder wenn ich irgendwo unterwegs aus der Straßenbahn heraus einen habe arbeiten sehen, dann bin ich ausgestiegen und habe das mal eine Weile beobachtet. Ja, diese Steuerung, so geht das natürlich nicht. So ruppig, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. So, müssen wir die jetzt ganz genau hier hinstellen an die Stelle? Ah ja, okay. Wenn es grün wird, können wir abhaken, ne? So, halt. Brauche ich mal zu weit. Oh je. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Das geht so gar nicht. Es hat nichts mit einem realistischen Kranverhalten zu tun. So, dann können wir schon wieder mit Harpe palavern. Mal gucken, wo er ist. Hans-Peter, wo bist du denn? Da steht er. Der Supermarktbetreiber ist erleichtert und wir haben hier erstmal eine Sorge weniger. Gerade hat mich aber schon ein weiterer Anruf erreicht. Da ist wohl ein Auto in eine Baugrube gestürzt. Wir treffen uns vor Ort. Mein Gott, Katastrophen über Katastrophen. Normalerweise würde sowas ja die Feuerwehr machen, oder? Nicht eine Baufirma. So, jetzt wird es vielleicht langsam ein bisschen heller. Ich bin mal gespannt, wie das hier ist in dem Spiel mit den Jahreszeiten. Ich meine, hier scheint ja jetzt gerade Herbst zu sein. Gibt es dann auch einen Winter, einen Frühling und einen Sommer? Dann eilen wir mal zum Unfallort. Ups. Naja. Kollateralschäden. Passieren halt mal. Also man kann ganz schön um die Kurven heizen mit dem Kern. So, hier, oh, ist aber ein schöner Dorfkern. Schaut mal hier, Mensch, Fachwerkhäuser, eine Kirche. Das sieht ja richtig idyllisch aus. Ah ja, hier, okay. Okay. Ein Drama. Ja,
Das sind die jetzt von selber eingegangen, die Lichter. Ich finde, die Figur läuft recht realistisch. Die hüpft nicht so rum oder schwebt, sondern sieht schon aus wie richtiges Laufen. Da stellt man extra Warnhinweise auf, aber Falschparker gibt es halt immer. Das hat er jetzt davon. Eben. Wir sollen das Auto mitsamt des kaputten Leitungsrohres aus der Baugrube bergen und oben zum Schrott auf den Bauhof bringen. Dort bekommst du auch ein neues Rohr für die Gasleitung, das hier dann schleunigst eingebaut werden kann. So, das hat er jetzt davon, dass er da in die Grube gefallen ist. Ich kann den Raupenbagger verwenden, um das Unfallfahrzeug zu verladen. Das machen wir doch glatt. Den Raupenbagger haben wir bisher ja noch nicht benutzt. Ja, Bagger können große Mengen Erde bewegen. Das muss ich mal in Ruhe alles lesen. Das mache ich jetzt nicht mit euch hier. Blenden dann einfach mal die Hilfe ein. So, die Kettensteuerung. Weiter vor geht's wohl nicht. Nee, ach, da stehen die Betondinger. Naja, gut. Sollen wir ihn gleich platt machen? Also eigentlich haben Bagger da hinten an der Schaufel so einen Haken dran, indem sie das dann anhaken können. Da gibt es noch mehr Haken drehen. Shift links. Da passiert gar nichts. Hupe, Licht, Kameramodus. Was haben wir noch? Kameradistanz. Okay. Vielleicht müssen wir auch die Schaufel strecken, um das Ding anhaken zu können. Jetzt wäre es beinahe gegangen. So, jetzt. So, laden wir die Karre hier auf. Müssen wir die drehen. Na, das war wohl nix. Bagger ist halt kein Kran, ne? Da wird es ein bisschen schwierig, das hier so genau zu steuern. Komm, rutscht da runter. Oh, jetzt ist grün. Also, dann ist er ja drauf. Was wollten wir jetzt noch verladen? Das Rohr da unten. Das holen wir auch noch raus. Andersrum. Mein Gott, die Schaufel, die klappt mit einem Tempo da hoch und runter. So schnell bewegt sich keine Baumaschine. Also ich habe schon einige Baustellen in meinem Leben beobachtet. Einfach, ja. Ich hatte ja schon gesagt, Kran. Aber auch Bagger habe ich alle schon gesehen.
das Gasrohr eigentlich auch durchs Unwetter kaputt gegangen? Weiß man nicht, oder? So, das tun wir auch gleich noch mit hier drauf. Sofern wir es noch hier drauf kriegen. Da daneben wäre noch Platz. Da muss ich aber erstmal ein Stück fahren. Wie fahre ich denn rückwärts? Mit C und Y. So, okay. Mit Q und E fahren wir vorwärts. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das Ding hier noch dahin basteln. So, wir kriegen jetzt wieder drehen der Last. D, ne, das A und D nicht. Haken drehen, so wahrscheinlich. Ah ja, genau. Gut. So, steige ich mal wieder aus. Und da ein. Schrott entsorgen. Also ich hoffe, dass nicht das ganze Spiel hindurch so ist, dass es ja wie so ein Babyspiel ist, dass man alles vorgegeben kriegt. Ich hoffe mal, dass es nur das Tutorial, dass es dann irgendwann wieder besser wird. Und so ist es ja schon ein bisschen blöd, wenn diese weißen Striche hier auf der Straße immer vor allem rumgehen. Da braucht man überhaupt nicht mehr überlegen, wo man eigentlich langfahren muss. So, hier schmeißen wir den Schmarrn jetzt hin, ja. Kleines Stückchen noch, so. Gut, dann müssen wir alles abladen. So. Hier zeigt es mir schon das Grün an. Da könnte ich es schon abhaken, denn mir fällt es dann von selber an den richtigen Platz. Das ist ja auch ein bisschen komisch. Ich möchte es wenigstens so ungefähr am richtigen Fleck haben. Drehen wir es mal. So, dann runter. Das springt quasi komplett von selber an die richtige Stelle. Also das ist ein bisschen Herausforderung, sollte es schon geben. Ich hatte irgendwo in einem Vorschauvideo, meine ich, gelesen. Ne, gelesen. Video habe ich nicht, sondern gesehen. Hat da einer gesagt, dass man anscheinend auch ein bisschen die Schwierigkeitsgrad einstellen kann. Sollte ich mal gucken. Ich meine, ich brauche hier kein Hardcore-Spiel machen. Aber es will ja auch kein Babyspiel machen. Oder wie, diesen Erdrutsch, den wir da wegmachen mussten in der ersten Folge. Das
war auch ein bisschen wertlos. Zwei Baggerschaufeln voll war der Erdrutsch weg. Hätten ja wenigstens fünf sein können. Die Steuerung muss mir noch ein bisschen vertrauter werden. Da bin ich noch nicht so ganz warm geworden. Warum jetzt? So, gut. Was machen wir jetzt? Nach das andere Rohr, was da liegt. Aufladen wahrscheinlich. Mein Gott, geht er immer schnell runter, der Arm. Es ist Hydraulik, das geht nicht so schnell. So, haben wir denn einen Platz auf unserem LKW für dieses große Röhrchen? Jetzt habe ich mich dabei erwischt. Glaubt ihr, das hier eh zu drücken, um die Stützfüße einzufahren? Gut, es war Q, aber... E war, glaube ich, ausfahren und Q war einfahren. So, dann schaffen wir das mal dahin. Zum Unfallort. So, und der Autofahrer, das hat er jetzt davon. Jetzt ist seine Karre verschrottet. Das hat er jetzt davon. Jetzt steht er hier auf dem Bauhof und wird verschrottet. Wenn er da einfach ins Loch reinknallt. Wobei ich noch nicht so ganz verstanden habe, was das mit dem Falschparker eigentlich zu tun haben sollte. Oh oh, lass die Laterne stehen. Stoppschild. Naja, Stoppschilder werden eh überbewertet. Wenn da mal eins weg ist, macht das nichts, oder? Haben wir jetzt halt eine Rechts-vor-Links-Kreuzung draus gemacht. Müssen wir noch das Hauptstraßenschild irgendwo mit wegfledern. Und dann, dann passiert da auch nichts. So, dann kommen wir hier wieder an. Langsam in die Markierung hineinrollen. Das Fahrzeug hat einiges an Erde mit in die Grube gerissen. Steige in den Bagger und säubere die Grube. Die Erde kannst du neben der Grube auf dem Erdhaufen sammeln. Ja, das können wir machen. Das machen wir auch. Aber ich glaube, wir machen es in der nächsten Folge, oder? Was meint ihr? Ja. Machen wir in der nächsten Folge. Steig schon mal hier in den Bagger ein. Schon auch schöne Bilder, oder? Machen wir mal einen Screenshot. Das muss auch ab und zu mal sein. Das ist also ein Spleen, sich das Fotoalbum anzulegen. So, ja, ich bin schon wieder am Baggern. Ich würde sagen, die Folge beenden wir jetzt und machen dann in der nächsten Folge weiter. Werde ich jetzt gleich im Anschluss aufnehmen und ihr seht sie dann ein paar Tage später. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.